In Zeiten von Corona kann eine Gesichtsmaske dazu beitragen, andere vor Infektionen zu schützen. Wir zeigen, wie man mit leicht zu beschaffenden, handelsüblichen Komponenten eine wirkungsvolle und leicht erneuerbare Atemmaske fertigen kann. Dazu gehören drei aus dem eigenen 3D-Drucker einfach zu fertigende Komponenten, die man wegen der nötigen Elastizität möglichst in ABS drucken sollte. Zwei handelsübliche Haushaltsgummis der Länge 20 cm sollen dazu dienen, die Maske später hinter unserem Kopf befestigen zu können. Das dritte Teil aus dem Drucker ist der Verschluss, der die Gummibänder hinter unserem Kopf miteinander verbindet. Eine Pappschablone der Größe 30 x 7,5 cm hilft später beim Falten. Wir beginnen damit, dass wir die Gummibänder in die dafür vorgesehenen Aussparungen der Klammern einfädeln und auf Zug spannen. Das gilt natürlich für beide Seiten. Dann reißen wir von der Küchenrolle ein einzelnes Blatt ab und legen es, möglichst gemittelt, unter unsere Faltvorlage. Achten Sie darauf, dass die Faltvorlage perfekt in die beiden dafür vorgesehenen Öffnungen der Klammern passt und alles gemittelt liegt. Das ist wichtig, weil wir das Küchentuch nun mehrfach über der Faltvorlage falten und die für die Dichtigkeit der Maske wichtigen Seitenbereiche mehrfach falzen werden. Ist alles gemittelt, beginnen wir damit, dass wir an der oberen Kante des Papiers eine ungefähr fingerdicke Falz machen, die wir durch einen weiteren Knick verstärken. Nun falten wir die obere Hälfte des Küchentuchs entlang der Kante unserer Faltschablone. Nun führen wir die bereits doppelt gefaltete Kante wieder zum oberen Rand der Faltschablone zurück. Ein letztes Überstreichen mit den Fingern stellt sicher, dass die Faltung erhalten bleibt. Nun drehen wir die Faltvorlage und wiederholen den Faltvorgang Schritt für Schritt mit der unteren Hälfte des Papiertuchs, bis beide Seiten identisch gefaltet sind. Wir drehen die Maske dann mit der geschlossenen Seite zu uns und führen sie auf der linken Seite in die dafür vorgesehene Aussparung der Klammer. Dazu führen wir das gefaltete Tuch in den Schlitz der Maskenklammer ein, bis ein leicht über Fingerbreite betragender Überstand entsteht. Dazu führen wir den Papierüberstand durch die Klemmkonstruktion oberhalb des Schlitzes und verriegeln die Klemmkonstruktion dadurch, dass wir den Balken von oberhalb der Klemmklammer zu unterhalb der Klemmklammer verschieben und das Ganze verriegeln. Ist das auf beiden Seiten erledigt, ist die Gesichtsmaske bereits fast ganz fertig. Der letzte Schritt ist nun, die Gummibänder für die Kopfhalterung in die dafür vorgesehenen Aussparungen des Verschlusses einzuführen und dann festzuklemmen. Die fertiggestellte Maske lässt sich leicht überziehen und sollte direkt vor Lippe und Nase zentriert werden. Die durch die Faltungen entstandenen Bereiche oberhalb und unterhalb der Maskenmitte lassen sich leicht über Nase und Kinn stülpen. Um die Maske besser schließen zu können, lässt sie sich mit einem einfachen Trick verbessern. Mit einem handelsüblichen Verschluss von zum Beispiel Toastbrotverpackungen lässt sich die obere Seite der Maske, die an der Nase anliegt, durch mehrfaches Falten mit einer inneren Verstärkung versehen. Dies führt dazu, dass bei ansonsten identischen Faltvorgang die Maske sich anschließend an der Nase durch leichtes Verbiegen viel besser anpassen lässt und dementsprechend besser schließt. Alle Teile, die zur Erstellung einer solchen Gesichtsmaske nötig sind, lassen sich entweder leicht selber organisieren oder können als Schablone oder Druckvorlage unter der URL heruntergeladen werden, die man in der Videodescription findet. Durch die Verwendung von Küchentüchern lässt sich die Maske zudem beliebig oft erneuern. Also, bleiben Sie gesund!